Die Games Convention war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Ein neuer Besucherrekord wurde aufgestellt, Branchenprominenz gab sich die Klinke in die Hand und auch wir GamePros waren selbstverständlich ebenfalls vor Ort. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht jedes Spiel zeigen können, beziehungsweise Spiele, die wir in den letzten Ausgaben getestet haben, nicht vorkommen. Den Anfang macht Microsoft. Der Stand des Xbox-Herstellers stand natürlich ganz im Zeichen der Xbox 360. Leider war abgesehen von Präsentationen und Dummy-Konsolen recht wenig von der Xbox 360 zu sehen. Macht aber nichts, denn auch für die normale Xbox gab es noch jede Menge Kracher zu bewundern. Hier seht ihr Crash Tag Team Racing, das für die PS2, den GameCube und selbstverständlich auch für die Xbox erscheinen wird und auf der Microsoft-Konsole die klaffende Kart Racer-Lücke füllen soll. Neben dem üblichen Geheize, Gerempel und Geballer mit den aus der Crash Bandicoot-Serie bekannten Charakteren ist uns das sogenannte Clash-Feature positiv aufgefallen. Fahrt ihr nahe an ein gegnerisches Fahrzeug heran, könnt ihr euer Kart auf Knopfdruck mit der Kiste des Gegners verschmelzen lassen und als Bordschütze eure eigene Straßenverkehrsordnung durchsetzen. Am Microsoft-Stand konnte man ebenfalls Need for Speed Most Wanted, das abgesehen vom GBA für wirklich jedes erhältliche bzw. bald erhältliche System erscheinen wird, bewundern. Verschiedene Spielmodi wie illegale Straßenrennen mit Polizeiverfolgung, endlose Tuning-Möglichkeiten und das neue Speedbreaker-Feature, bei dem ihr den Ablauf der Zeit für einige Augenblicke verlangsamen könnt, machen Lust auf mehr. Need for Speed Most Wanted erscheint im November für jedes erhältliche System. Eine echte Überraschung am Microsoft-Stand war das hervorragend aussehende Knights of the Temple 2, das neben der Xbox auch für die PlayStation 2 erscheinen wird. Ihr übernehmt die Rolle des Ritters Paul, der auch schon im Vorgänger die Hauptrolle gespielt hat und müsst euch im Europa des 13. Jahrhunderts mit bösen Rittern, Dämonen und ähnlichem Gezücht auseinandersetzen. Für den zweiten Teil versprechen die Entwickler unter anderem nichtlineares Gameplay, Sidequests und viele Rollenspielelemente. Man darf also gespannt sein. Hervorragend aussehen tut's immerhin schon jetzt. Am Konami-Stand fehlten dieses Mal die üblichen Verdächtigen. Es war weit und breit kein neues Metal Gear zu sehen. Silent Hill gönnt sich ebenfalls eine Verschnaufpause. Lediglich Pro Evolution Soccer 5, zu dem ihr auch einen Test in diesem Heft findet, konnte angespielt werden. Allerdings gab es auch abseits der bekanntesten Marken von Konami einige vielversprechende Titel zu bestaunen. Wie zum Beispiel das neue Castlevania Curse of Darkness, das für die PlayStation 2 und die Xbox erscheinen wird. Curse of Darkness ist 3 Jahre nach den Geschehnissen aus Castlevania 3 angesiedelt. Ihr übernehmt die Rolle des ehemaligen Bösewichts Hector. Neben seinen Standardattacken hat Hector auch kleine Dämonen im Gepäck, die ihm dabei helfen, Abgründe zu überwinden, Feinde zu verprügeln oder dem Hauptdarsteller neue Lebensenergie spendieren. Castlevania Curse of Darkness erscheint für PlayStation 2 und Xbox. Am THQ-Stand gab es für Freunde strategischer Action den Full-Spectrum-Warrior-Nachfolger mit dem markigen Namen Ten Hammers zu bewundern. In Ten Hammers, das für die Xbox und die PlayStation 2 erscheinen wird, übernehmt ihr die Kontrolle über 2 Teams, wobei das Interface deutlich überarbeitet wurde und euch neue Möglichkeiten wie präzises Feuern oder das Ausschicken eines Kundschafters zur Verfügung stehen. Auch in puncto Abwechslung hat Ten Hammers seinem Vorgänger einiges voraus, denn die neuen Landschaftstypen wie Sumpf- oder Waldgebiete stellen den Hobbykommandeur vor völlig neue Herausforderungen. Am Atari-Stand gaben sich Asterix und Obelix einstellig ein. In der Fortsetzung zum durchaus spaßigen Jump'n'Run Asterix XXL übernehmt ihr wieder die Kontrolle über unsere Lieblingsgallier und müsst euch mit fiesen Römern anlegen. Zusätzlich zu netten Jump'n'Run-Abschnitten und kleineren Rätseln ist bei XXL 2 vor allem Teamwork gefragt. Ihr könnt das Spiel nämlich auch zu zweit gleichzeitig spielen und müsst die Talente der beiden Vorzeige-Wildschwein-Vertilger Asterix und Obelix gekonnt miteinander kombinieren. Asterix XXL 2 erscheint für die PlayStation 2. Mit World Racing 2 ließ sich auch ein Spiel deutscher Entwickler am Atari-Stand bestaunen. In World Racing 2, das für die Xbox und die PlayStation 2 erscheinen wird, erwarten euch unter anderem lizenzierte Fahrzeuge, die allesamt mit einem ordentlichen Schadensmodell versehen sind. Der Karrieremodus führt euch dabei an so mondäne Orte wie Miami, Ägypten, Italien und auch nach Deutschland. Das abwechslungsreiche Missionsdesign und die hübschen Fahrzeugmodelle lassen den überambitionierten Vorgänger schon jetzt in der Garage stehen. Rennspielfans sollten das Game im Auge behalten.
In Matrix Path of Neo dürfen Spieler endlich in den Flattermantel des Hauptcharakters Neo schlüpfen und einige der Schlüsselszenen aus der Matrix-Trilogie nachspielen. So erwartet euch unter anderem der berüchtigte Burly Brawl, in dem ihr es mit unzähligen Agent Smith-Clones zu tun bekommt, oder der Kampf im Chateau des Merowingers, wo ihr mit allerhand Hieb- und Stichwaffen herumfuchtelt. Da mittlerweile fast jeder das Ende der Matrix-Trilogie kennt, haben die Regisseure der Filme für Path of Neo übrigens ein komplett neues Ende entworfen. Bleibt zu hoffen, dass sie sich zumindest den oberkitschigen Sonnenaufgang gespart haben. Path of Neo wird rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft für PS2 und Xbox in den Läden stehen. In Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure übernehmt ihr die Rolle des jungen Train, der versucht, sich in einer futuristischen Stadt namens New Radius vom Sprayer Nobody zum Graffiti-Guru hochzusprühen. Im Klartext heißt das, ihr klettert wie der Prinz aus Persien auf Hausdächern und Fassaden herum, um einen bestimmten Ort zu erreichen, an dem ihr euer buntes Markenzeichen hinterlasst. Da Train natürlich nicht der einzige Sprayer ist, muss er sich in netten Prügelsequenzen mit der Gangkonkurrenz und der Staatsgewalt auseinandersetzen. Das Spiel mit dem Modemacher im Namen erscheint im November für PlayStation 2 und Xbox. Da es heutzutage keinen potenziellen Blockbuster-Film mehr ohne passende Videospielvariante geben kann, stand bei Buena Vista Games alles im Zeichen des kommenden Spiels zum Film Chronicles of Narnia. Passend zur dreiteiligen Verfilmung der Kinderbücher von C.S. Lewis wandelt man auf den Faden der Hauptdarsteller des Films und legt sich mit typischen Fantasy-Wesen an. Obwohl die Narnia-Geschichten sicher Raum für ein interessanteres Spiel geboten hätten, erinnert das, was wir bis jetzt von Chronicles of Narnia gesehen haben, doch sehr an die Herr-der-Ringe-Kloppereien von Electronic Arts. Naja, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Selbstverständlich gab es auch bei Midway einiges zu sehen. Allerdings findet ihr zu L.A. Rush und den prügelnden Mönchen eigene Videos im Vorschau- bzw. Testteil dieser DVD. Also bleibt uns nur ein Spiel übrig, das mir beim Anzocken fast das Herz gebrochen hätte. Die Rede ist von Gauntlet Seven Sorrows. In dem Update zu einer meiner Lieblingsserien stimmte beim Anspielen so gut wie gar nichts. Die Grafik ruckelte und zuckelte, die Steuerung wollte nicht so wie ich und das Schlimmste ist, dass es relativ wenig bis keinen Spaß gemacht hat. Vielleicht tut sich bis zum Xbox und PS2 Release vor Weihnachten noch was, denn andernfalls war's das dann wohl mit Gauntlet. Ich drück die Daumen. Am Sega-Stand gab es neben Spartan Total Warrior, zu dem ihr ein Video im Testteil findet, und dem älteren Monkey Ball Deluxe nicht nur Spiele, sondern auch Trailer zu bewundern. Hier seht ihr einen kurzen Ausschnitt zu Segas gruseligem Xbox 360-Debüt Condemned. Ebenfalls interessant war die spielbare Version von Shadow the Hedgehog, das für PS2, Xbox und GameCube erscheinen wird. Ihr übernehmt dabei die Rolle von Sonics dunklem Widersacher und könnt euch entscheiden, ob ihr das Hochgeschwindigkeitsabenteuer auf der dunklen oder der hellen Seite spielen möchtet. Abhängig von eurer Entscheidung bekommt ihr neue Moves und Angriffstaktiken spendiert, die von der brandneuen Grafik-Engine bestens in Szene gesetzt werden. Bei Activision waren jede Menge große Namen vertreten. Unter anderem gab es eine spielbare Version von Ultimate Spider-Man, das, wie der Name schon sagt, auf der Ultimate Spider-Man Comic-Serie basiert. Ihr übernehmt dabei abwechselnd die Rolle von Spidey oder Venom, die sich nicht nur optisch, sondern auch in puncto Steuerung voneinander unterscheiden und prügelt euch mit allerlei Bösewichten aus dem Spider-Man-Universum herum. Obwohl der comichafte Look dem Spiel gut zu Gesicht steht, hatte das Game auf der GC noch mit einigen Kameraproblemen zu kämpfen. Ultimate Spider-Man wird noch vor Weihnachten auf allen zurzeit erhältlichen Systemen, abgesehen von der PSP, erscheinen. Natürlich durften auch die Sternenkrieger am Activision-Stand nicht fehlen. In Star Wars Battlefront 2, das für die Xbox und die PS2 erscheinen wird, habt ihr erneut die Möglichkeit, an den fettesten Schlachten aus den Star Wars-Filmen teilzunehmen. Im Gegensatz zum Vorgänger wurde bei Battlefront 2 deutlich mehr Wert auf eine spannende Einzelspielerkampagne gelegt, die euch nicht nur von Schlachtfeld zu Schlachtfeld lotst, sondern auch eine interessante Geschichte erzählt. Neuerungen wie den Einsatz von Jedis oder die Kämpfe mit Raumschiffen während der ausufernden Raumschlachten lassen Star Wars-Fans auf jeden Fall schon mal das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wenn alles glatt geht, findet ihr einen Test zu Battlefront 2 in der kommenden GamePro.
Leider waren zwei sehr interessante Titel von Activision lediglich als Trailer vertreten. Einer davon ist True Crime Streets of New York, die Fortsetzung von True Crime Streets of LA. Der andere ist Gun von den Skateboard-Experten Neversoft und es scheint so eine Art GTA im Wilden Westen zu werden. Schade, das hätte ich wirklich gern mal angespielt. Der Stand von Electronic Arts war groß und es gab jede Menge feine Sachen zu sehen. Leider sind die wichtigsten Spiele von EA alle im Testteil dieser DVD vertreten, weswegen wir mit euch lediglich einen kurzen Blick auf den kommenden Schneebrettfetzer SSX on Tour werfen wollen. Wie gehabt müsst ihr auch beim neuen SSX, das für alle derzeit erhältlichen Systeme herauskommen wird, vom Pisten-Greenhorn zum Bretterass hocharbeiten. Damit das nicht zu langweilig wird, wartet neben der neuen Trickmechanik und der general überholten Grafik auch noch die Möglichkeit, auf Skiern herumzubrettern auf euch. Als Fan der Serie hat mir SSX on Tour auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich kann es kaum erwarten, eine Testversion in die Finger zu kriegen. Am großen Nintendo-Stand wartete unter anderem Mario Kart DS auf spielfreudige Zocker. Das Gute an dem Spiel ist die Tatsache, dass jeder, der schon mal Mario Kart gespielt hat, ohne große Probleme loszocken konnte, was nicht zuletzt daran liegt, dass ein nicht geringer Teil der über 30 Kurse aus älteren Spielen der Reihe übernommen wurde. Mario Kart DS bietet alles, was das Kart-Herz begehrt. Knackige Grafik, viele Extras, jede Menge Strecken und einen Wi-Fi-Modus für zünftige Mehrspieler-Duelle. Alle DS-Besitzer sollten sich den Titel schon mal vormerken. Ebenfalls gefallen hat uns der GBA Micro, der in den verschiedensten Designs hinter Glas bewundert werden konnte. Wer sich lieber körperlich betätigen wollte, konnte das bei Dance Dance Revolution Mario Mix ausgiebig tun. In dem klassischen Tanzmattenspiel gilt es zu Musik aus Super Mario Bros., Wario World oder Dr. Mario die Hufe zu schwingen. Nachwuchsstrategen durften endlich Hand an das von Fans mit Spannung erwartete Fire Emblem Path of Radiance für den GameCube legen und konnten erleichtert feststellen, dass die Entwickler keine großartigen Experimente gemacht haben, sondern die von SNES und GBA bekannte grundlegende Spielmechanik beibehalten und lediglich die Grafik an den GameCube angepasst haben. Wer Lust auf rundenbasierte Fantasy-Action für die langen Winterabende hat, sollte sich Fire Emblem Path of Radiance auf jeden Fall vormerken. Eines der ungewöhnlichsten Spiele der Messe hatte Nintendo mit dem Titel Odama für den GameCube am Start. Grob gesagt ist Odama eine Art Flipper, auf dessen Spielfeldern ihr einem kleinen Trupp Soldaten, die mit einer Glocke unterwegs sind, den Weg freimachen müsst. Als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, könnt ihr euren Truppen per Stimmkommando Befehle geben und müsst gleichzeitig darauf achten, dass feindliche Truppen nicht eure Flipperarme erobern. Klingt ein bisschen wild, macht aber unheimlich viel Spaß. Ebenfalls spielbar waren Mario Smash Football und Mario Baseball sowie der kommende Überhammer Zelda Twilight Princess, das sich leider bis ins Jahr 2006 verschoben hat. Da man bei Nintendo noch neue Features einbauen möchte und mit der Produktqualität im Allgemeinen noch nicht 100% zufrieden ist. Trotzdem, und da wird mir sicher jeder, der Twilight Princess auf der GC angespielt hat, zustimmen, bin ich sicher, dass sich das Warten lohnen wird. Natürlich waren auch die Nintendogs vor Ort spielbar, allerdings haben wir im Testteil dieser DVD ein eigenes Video zu diesem Thema, weshalb die Hunde erstmal in der Hütte bleiben. Bei Sony wurde viel gezappelt. Mutige Spieler durften ihre Koordinationsfähigkeit unter anderem bei einer frühen Version von iToy Play 3 unter Beweis stellen. Für alle, die schon immer mal ein wenig mehr Sport treiben wollten, es aber immer irgendwie nicht geschafft haben, hat Sony des Weiteren ein interessantes Spiel in der Pipeline. In Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern eines großen Turnschuhherstellers kommt mit iToy Kinetic das erste ernstzunehmende Fitnessprogramm für Videospiele auf den Markt. In nur 12 Wochen soll Kinetic anhand verschiedenster Übungen und eines Trainingsplans aus verweichlichten Couch-Potatoes zumindest ansatzweise sportliche Menschen machen. Bin mal gespannt, ob's klappt. Bei SOCOM 3 für die PlayStation 2 geht es ebenfalls sehr sportlich zu, denn ein Navy SEAL muss körperlich fit sein. Im dritten Teil der Serie könnt ihr nämlich mit euren Elite-Soldaten auch schwimmen gehen. Freut euch weiterhin auf eine überarbeitete Grafik-Engine, neue Spielmodi, 30 verschiedene Waffen und riesige Multiplayer-Maps. Multiplayer-Fans werden sich ebenfalls über die Möglichkeit, SOCOM 3 mit bis zu 32 Spielern online spielen zu können, freuen.
Ganz hart kommt es für Jack Bauer, seines Zeichens Held des Videospiels 24 The Game, das an die gleichnamige Fernsehserie angelehnt ist. In Jack Bauers Haut erlebt ihr 24 Stunden im Leben eines Terrorbekämpfers. Über 100 verschiedene Missionen, abwechslungsreiche Aufgabenstellungen und knallharte Action sollten euch eigentlich länger als 24 Stunden an den Bildschirm fesseln.